Ihr Männer seid wie kleine Kinder. Komm her, ich brauche deine Hilfe. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Verzeih, Vater. Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein. Heinrich, wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Sei's drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht.
Was hast du eigentlich in Kuttenberg gemacht? Ach, alles Mögliche. Dort musste man überall mit anpacken, wenn man seinen Lebensunterhalt verdienen wollte. Aber ich war dem Eisen nie fern. Ich würde Kuttenberg gerne einmal sehen. Ich nehme dich einmal mit, keine Sorge. Es ist eine schöne Stadt. Aber irgendwann wird einem klar, dass der beste Ort hier ist, an der Sasau. Wir haben gütige Adelige und fruchtbaren Boden. Und kennst du Herrn Ratzig gut? Ja, wir kennen uns schon sehr lange. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ich... Genau genommen habe ich etwas vergessen. Gib mir einen Augenblick. Spute dich. Wir müssen das Schwert heute fertigstellen.